Ich freue mich riesig, dass wir zwei heute Abend ausgegangen sind. Du auch? Ja, sehr sogar. Weißt du, seitdem du mir das erzählt hast mit dem Karatemeister, bin ich sehr beruhigt. Ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr eifersüchtig. Gleich vom ersten Moment an, als ich dich gesehen habe, hast du mir gut gefallen. Ehrlich? Du mir auch. Yeah, come on, my friends, let's dance. And after this dance, I have a very special surprise for you. Komm doch rein. What a great desire for the daylight. Hallo, meine Herrschaften. Hallo. Das ist wohl deine Verabredung, oder? Natürlich. Hast du vielleicht was dagegen? Natürlich nicht. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Dir auch. Was war denn los? Naja, ein bisschen aufgeblasen ist er schon, dieser Danny. Wundert dich das? Er ist ja Boxweltmeister. Der schien schwer enttäuscht zu sein. Ja. Sag mal, bist du etwa verliebt in das blonde Gift? Es gibt schließlich auch andere schöne Mädchen. Ja, da hast du ganz recht. Zum Beispiel dich. Trotzdem würde ich dir mal ganz gern zeigen, was richtiges, gutes Karate ist. Denn Boxen ist ja schließlich nicht alles, oder? Dann fahre ihn doch zum Kampf heraus. Boxen gegen Karate. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Du, Markus. Geh doch mal zu ihm und sag ihm, ich fordere ihn zum Kampf heraus. Mit Vergnügen. Das würde mich nämlich auch interessieren, wie das ausgeht. Na dann frag ihn. Na klar, mach ich. Darf ich mal stören? Ungern. Wo brennst denn? Hallo, grüß dich. Grüß dich. Ich möchte gern wissen, was besser ist, Karate oder Boxen. Andreas fordert dich zum Kampf heraus. Hast du Lust? Und darüber kann man reden. Wenn er unbedingt Frührentner werden will, von mir aus jederzeit. Keule, er nimmt an. Ich freue mich schon darauf. Er kann sich aussuchen, wann und wo. Wir geben dir Bescheid, ja? Okay, an mir soll es nicht liegen. Gut, ciao. Ciao. Also sowas. Ja, ein Knall. Und jetzt gehe ich mit meiner süßen Maus das Tanzbein schwimmen. Selbstverständlich, großer Karatemeister. Komm. Auf in den Kampf. And now let's have fun and action with the world's best breakdancer, Captain Hollywood. Yeah. We'll be right back.
Körperbeherrschung. Er hat eine fantastische Körperbeherrschung.